In dieser Organisationsform sind alle Spieler eingebunden. In diesem Schwerpunkt Thema Dribbling, Ballan- und Mitnahme, Ballführung habe ich eine Organisationsform gewählt, die man auch als Kreuz oder Stern bezeichnen kann. Wir versuchen an jeder Ecke dieses Sterns gleichmäßig viele Spieler aufzuführen und sie starten auch gemeinsam. In dem Fall dribbeln sie durch zwei, drei Hütchen, enge Ballführung einfordern und müssen dann zu einer bestimmten Seite, in dem Fall die rechte Seite, auch abbiegen. Man hat am Ende in der Mitte nochmal einen Gegenspieler und an diesem Gegenspieler kann man wieder einige Richtungsänderungen oder Finten einfordern. Es entsteht automatisch für den Spieler ein gewisser Druck, denn er muss die Übung gut durchführen, er muss in einer gewissen Zeit sie durchführen, denn es geht an der anderen Ecke der Seite nur weiter, wenn er auch ankommt. Das heißt, in dieser Organisationsform sind alle Spieler eingebunden und es fließt dann reibungslos von links nach rechts. An dem jeweiligen mittleren Gegenspieler kann man, wie gesagt, einige Dinge sich ausdenken. Man kann um den Gegenspieler dribbeln, mal links rum, mal rechts rum. Man kann den Übersteiger einfordern, indem man auch die richtige Seite wählt, um die Täuschung zu machen. Das heißt, die Jungs müssen im Vorfeld schon wissen, was tue ich, und genau das ist auch letzten Endes die Übungsform, und übergibt den Ball dann an der anderen Seite der Ecke.